allerdings ziemlich gefährlichen. Motorradfahrer im Temporausch. Die meisten Unfälle passieren wegen zu hoher Geschwindigkeit. Vor allem auf Landstraßen enden sie oft tödlich. Lange, kurvige Straßen, auf denen man sich mit anderen Fahrern messen kann. Offenbar für manche ein Kick. Echte Biker-Fans lieben sie, die Sudelfeldstrecke in Bayern. Hügelige Straßen, viele Kurven und eine fantastische Landschaft. Und das alles auf einer öffentlichen Straße. Die Motorradfahrer rasen sie rauf und runter, genießen das Biker-Paradies und machen es am Wochenende zu einer echten Rennstrecke. Ich wollte einfach mal sehen, die Berge ein bisschen hoch, die Kurven, und das war schon eine geile Sache. Schon die Grenze, eigentlich. Aber wenn der Körper schon unten ist, wie man die Rennfahrer sind, haben wir versucht es nachzumachen irgendwo. Aber er ist ja nicht so perfekt. 14 Uhr, Polizeikontrolle. Die Beamten halten die ersten Motorradfahrer an. Zu schnell waren sie nicht, aber die Polizei hat den Verdacht, dass die Maschinen zu laut und nicht korrekt ausgestattet sind. Ralf-Dieter Haag kontrolliert ein junges Paar aus der Gegend. Er prüft die Papiere, den Auspuff und die Profiltiefe der Reifen schaut er sich genauer an. Doch alles ist in Ordnung. Die Biker haben nichts falsch gemacht. Dann haben wir jetzt noch nichts. Ich kann schon verstehen, dass da öfter Kontrollen gemacht werden, weil, wie gesagt, das ist ja eben unfallreiche Strecken, wie man am Schild auch schon sieht. Diverse Motorradfahrer haben schon gestorben und von dem her ist das eigentlich nur logisch und auch gut für uns, dass Kontrollen gemacht werden. Die beiden dürfen weiterfahren. Hier war alles einwandfrei. Anders dagegen beim nächsten Motorradfahrer. Der rechte Außenspiegel fehlt und die Polizei glaubt, dass die Reifen abgefahren sind. Der Reifen am besten. Bitte? Kurz damit dabei, absteigen ist da ein Dinger. Überraschenderweise hat auch dieser junge Mann Verständnis für die Kontrollen, zumindest noch. Es gibt schon Leute, die meinen, das wäre eine private Rennstrecke. Und daher verstehe ich die Kontrollen absolut und ich fahre auch immer relativ vorsichtig hier. Ja, weil mir doch schon mehr an meinem Leben liegt. Die Strecke am Sudelfeld ist hochgefährlich. Immer wieder stürzen Motorradfahrer. Unfälle enden oft tödlich, so wie vor einer Woche. Bei einem gewagten Überholmanöver rasen zwei junge Motorradfahrer frontal ineinander. Einer stirbt noch vor Ort, der andere später im Krankenhaus. Die Polizei kontrolliert deshalb verstärkt. Dabei achtet sie darauf, ob an den Maschinen etwas umgebaut wurde und ganz besonders auf die Geschwindigkeit der Biker. Wir haben uns eben hier aufgestellt. Der Kollege steht versteckt auf einer oberen Position, gibt uns die Fahrzeuge durch, wir halten hier an und treffen die entsprechenden Maßnahmen. Laut Statistik wurde an jedem vierten Motorrad, das angehalten wird, etwas manipuliert. Der häufigste Mangel sind abgefahrene Reifen, gleichzeitig Unfallursache Nummer 1. Im Gegensatz zum Auto gibt es beim Motorrad keine Knautschzone. Heikle Fahrmanöver können dann richtig gefährlich werden. Zurück zur Kontrolle. Der junge Mann hat verbotenerweise den Kupplungsdeckel entfernt, damit die Maschine lauter ist. Außerdem ist das Profil der Reifen nicht einmal annähernd im Normbereich. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich Punkte kriege oder einen Führerschein verliere. Echt? Was? Na, Moment. Rechter Betriebsteilhaben, es gibt schon Punkte. Wiederum was anderes. Ja, okay. Da sind wir dann nicht mehr. Der 30-Jährige bekommt eine Anzeige, muss mit mindestens 100 Euro Strafe und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Mängel muss er innerhalb einer Woche beheben. Was daraus gelernt? Ja, also den abgefahrenen Hinterreifen kann ich verstehen, der stand auch schon auf meiner Liste. Bin halt noch nicht dazugekommen. Aber den offenen Kupplungsdeckel, jeder, der Ducati fährt und gern hat und ja, sag ich mal, das gehört dazu einfach. Ich werde es auf jeden Fall ändern, um nochmal fortzufahren und dann schauen wir mal, was dann passiert. Kann ja sein, dass der zufällig wieder abfällt. Ja, also versprechen kann ich da nichts, aber ich tue mein Bestes. Also uns geht es ja nicht nur darum, dass ich jetzt sage, du kriegst jetzt eine Anzeige und zahlst, sondern im Rahmen der Verkehrssicherheit geht es darum, dass er die Mängel beseitigt. Wieder ein Raser im Geschwindigkeitsrausch. Prompt wird er von der Polizei angehalten. Peter Bonert klärt mit dem Kollegen, wie schnell der Biker wirklich war. Der Mann kommt den Beamten bekannt vor. Und tatsächlich, vor einer halben Stunde hat er sich noch mit ihnen unterhalten und gescherzt. Nach dem lockeren Plausch ist er die Strecke weiter rauf und runter gefahren. Im Geschwindigkeitsrausch wird er dabei immer schneller und gleich zweimal geblitzt, obwohl er von der Kontrolle gewusst hat. Was habe ich gesagt? Ein bisschen langsam fahren, oder? Ja. Kollege steht oben. Ich bin zu schnell.
hätte damit rechnen müssen. Gut, Pech. Dummheit. Mein Gott, was soll's. Aber trotzdem ist es ein geiler Sonntag. Noch weiß der Motorradfahrer nicht, was auf ihn zukommt. Er war mehr als 60 Stundenkilometer zu schnell. Das macht 440 Euro, 4 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot. Sein Glück aber ist, er kommt aus Österreich und das Fahrverbot gilt nur in Deutschland. Zu schnell unterwegs oder technische Mängel. Die Polizei hat heute wieder einige Verkehrssünder erwischt. Und auch in Zukunft will sie verstärkt kontrollieren, damit Bilder wie diese endlich seltener werden.